Grenzposten gehören zu keiner besonders angesehenen Berufsgruppe. Doch wie schwierig es ist, nur anhand von Papieren zwischen Touristen und Terroristen zu unterscheiden, verdeutlicht das Freeware-Spiel Papers, Please. Indie-Entwickler Lucas Pope versetzt den Spieler an die Grenze eines fiktiven kommunistischen Staates, an der er möglichst viele legale Immigranten durchlassen, Schmugglern und Spionen jedoch die Einreise verweigern soll. Dazu muss er ihre Papiere und Aussagen auf Unstimmigkeiten abklopfen. Die frühe Alpha-Version des Freeware-Titels vermittelt bereits einen beklemmenden Eindruck des ungewöhnlichen Spielprinzips. Gleich doppelt freuen können sich Studenten der dänischen Academy of Digital Interactive Entertainment. Zwei ihrer Experimentalspiele wurden beim diesjährigen Independent Games Festival mit Nachwuchspreisen ausgezeichnet. Im Browserspiel Back to Bed muss der Spieler den schlafwandelnden Bob sicher in sein Bett geleiten. Nur wer alle Hindernisse aus dem Weg räumt und Bob in keinen Abgrund stürzen lässt, kann ihn am Ende zur guten Nacht betten. Hoffentlich träumt er dann nicht vom Horror-Adventure Blackwood's Asylum, das Elemente aus Bioshock und Amnesia aufgreift. Als Insassin muss der Spieler aus einer Frauenpsychiatrie des Jahres 1890 entkommen. Doch die Ärzte spritzen ihm Psychopharmaka, die seine Sinne vernebeln und ihm irreale Bilder vorgaukeln. Schier endlos erscheinen die düsteren Korridore. Doch wer eine Tür zu unvorsichtig öffnet, wird bald wieder mit Drogen ruhiggestellt. Der Ausbruchversuch gerät so zum surrealen Albtraum, der Windows- und Mac-Spielern sicher noch lange in Erinnerung bleibt.